Ja, Glück auf, Europort 1 mit einem kurzen und knackigen Video zum Wochenende. Ich bin gerade auf dem Weg nach Hause und zwar über die A31, kommen von Oberhausen her und dem sogenannten Ostfriesenspieß. Und ich habe gehört, dass bei uns im Stadtgebiet Dorsten nicht nur eine neue Ladestation, sondern ein Ladepark entstehen soll. Und zwar bei der Ausfahrt Rade-Lembeck. Das müsste die 6. oder 7. Ausfahrt sein, von Oberhausen her kommend. Das wäre dann die 3. Möglichkeit, an der A31 hintereinander zu laden. Das heißt, an der Ausfahrt Dorsten Nord ist direkt eine Ladestation an der Westfalen-Tankstelle. Bei der nächsten Ausfahrt, das ist die Ausfahrt Schermbeck, ist eine Ladestation von Shell, direkt an der Shell-Tankstelle. Und jetzt eine Ausfahrt weiter in einem kleinen Gewerbegebiet, wo auch ein McDonald's ist, dort soll ein Ladepark von ENBW entstehen. Ein kleiner Ladepark. Das habe ich bei uns in der Tageszeitung gelesen. Und ja, ich nehme euch einfach mal mit, wie weit die dort mit dem Bauabschnitt sind. Und wir gucken uns das mal gemeinsam an. Und wenn euch das interessiert, bleibt einfach kurz dran. Bis nach dem Intro. Jetzt kommt gleich die Abfahrt, wo wir runterfahren und dann können wir uns gemeinsam angucken. Ich habe noch so eine Sache in eigener Sache. Und zwar habe ich jetzt durch eure Hilfe 991 Abonnenten, die sich für meinen Kanal interessieren. Und vielleicht schaffen wir es gemeinsam, ja, die 1000er Schallmarke zu durchbrechen. Das würde mich richtig freuen, wenn ihr also noch kein Abo habt, dann lasst doch einfach ein Abo da. Wenn euch zusätzlich dieses Video gefallen hat, einfach ein Like nach oben. Und wenn ihr überhaupt kein Video mehr verpassen wollt, dann aktiviert doch gleich noch die Glocke dazu. Und schwupps, schon bekommt ihr immer eine Information, wenn ich ein neues Video hochlade. Ja, das ist die berühmte Ausfahrt Lembeck und zwar ist die Ausfahrt 36 von Emden nach Oberhausen gerechnet. Lembeck-Rade. Und da nehme ich euch jetzt mal mit hin raus. Und ich war selbst auch noch nicht da gewesen, um mir das anzugucken. Deshalb werde ich erstmal suchen und hoffe, dass sie schon mit den Bauarbeiten angefangen sind. So, das ist relativ zentral gelegen. Das heißt, hier kann man toll aufladen demnächst, um seine Reise nach Emden weiter fortzusetzen. Ja, ein Gimbal zeige ich die Runde mit an. Heute ist wieder ein herrlicher Tag. Mit 15 Grad, Wahnsinn für November. Vielleicht lässt auch ein wenig der Klimawandel grüßen. Keine Ahnung. Ja, hier seht ihr das Schild Endelner Feld. Dort soll dieser Ladepark entstehen. Ich bin mal gespannt, ob dort Bauarbeiter sind. Dann müssen wir natürlich gucken, ob wir das filmen können oder ob ich die erst frage, ob ich sie filmen darf. So, wir haben eine große Tankstelle, eine Avia hier. Park and Ride ist hier auch. Und ich hätte fast gesagt, hier kommt der Ladepark hin. Hier wird gebaut, aber das kann ich mir nicht vorstellen. Aber da ist das Trafohäuschen. So, jetzt fahren wir mal hier ins Gewerbegebiet rein und gucken uns an. Und
da sehe ich schon. ENBW Hypernetz. Ja, da sind natürlich Bauarbeiter. Ich werde den Wagen jetzt mal gleich dort parken. Da vorne also drehen und dann mal einfach fragen, ob ich dort drehen darf. Und so sieht es hier aus. Da werden die schweren Fundamente gegossen. Nicht schlecht. Was für Teile dort. Ja, das kann natürlich noch was dauern, bevor hier alles fertig ist. Und hier sehen wir mal schon die Schilder für die E-Mobilität von morgen. Super, super, super. Da muss ich mal fragen dort. Hallo? Hi. Ihr baut eine Ladestation hier? Ja, keine sprechen Deutsch. Ah, okay. Darf ich euch filmen für YouTube? Ja. Ja, okay. Also, Genehmigung habe ich mir geholt. Muss man ja heute machen. Wegen Datenschutz. Und die bauen natürlich hier schon mächtige Dinger hier mit. Wahnsinn. Wahnsinn. Also, das sind zwei so dicke Klötze. Bin mal gespannt, was da so alles hinkommt. Nochmal gucken. Ja, vor allen Dingen, wie lange das dauert. Ja, also wie ihr seht, wird hier fleißig hinter mir gebaut. Ich bin mal gespannt, wie lange das dauert. Ich halte euch da auf jeden Fall auf dem Laufenden, damit ihr mitbekommt, wann man hier das erste Mal laden kann. Und als ich das in der Zeitung gelesen habe, war das vor 4 Wochen. Also es geht relativ zügig und schnell auch dann voran dort. Also in diesem Sinne, wenn euch das Video gefallen hat, lasst einfach einen Daumen nach oben da, eventuell abonnieren, denkt dran, die 1000, ich will sie dieses Wochenende noch voll kriegen. Vielleicht schaffen wir das gemeinsam mit eurer Hilfe. Bis dann, Europortal.